Moinsen und willkommen zum nächsten Farmvlog. Jo, gestern war ich hier mal bei dem Frontgitter von Optimat. Da habe ich die Gitter eben zurechtgeschnitten. Da habe ich jetzt so gemacht, das hat hier noch ein bisschen überlappt. Ich denke mal, bei Maishexen ist das ein bisschen besser. Oder ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie noch was durchmache. Oder eigentlich muss das so weichen. Gucken wir mal. Ein Teil habe ich schon festgeschweißt. Da mache ich später mit weiter. Dann kommen hier noch neue U-Eisen ran. Also hier oben ist ja der weggebrochen. Ja, dann mache ich nachher eben neu. Da habe ich zwei neue stehen. Und dann passt er wieder. Jo, dann wollte ich jetzt erstmal eben die Sämaschine rausholen. Dass ich eben Gras sehen kann, weil jetzt ist mal ein bisschen trocken, jetzt kann man das schön machen. Gras haben wir auch schon da und soll das mal gerne eben rein. Und dann muss ich die nächsten Tage mal sehen, oder wir wollen in den nächsten Tagen ja noch Gras mähen. Dann muss ich mal gucken, wo ich den Silohaufen jetzt hinmache, weil da vorne das Gras, da ist jetzt noch nicht, wer weiß, wie schön gewachsen. Das reicht mir so noch nicht. Gut, letztes Jahr habe ich es auch so. Letztes Jahr. Auf jeden Fall, letztes Jahr habe ich es auch schon mal gemacht. Gerade eingesät. War auch ungefähr so, wie es jetzt auch ist. Ich glaube, da war noch ein bisschen mehr, aber ja, gut. Der Boden, der war auf jeden Fall noch nicht ganz dicht. Und da hat ein Silo drauf gefahren. Ist jetzt nicht so schön. Sonst hätte ich gedacht, alternativ wieder da vorne vom Acker lang, dass wir da noch ein Silo hinmachen. Aber ist dann halt nicht so schön wegen Kartoffeln und so rausholen, ne? Werde ich wahrscheinlich wohl hier einen Haufen hinjagen müssen. Nicht schön, aber will's machen. Und dann mal gucken, ob wir da Stroh mit drunter packen. Was noch so ein bisschen den Sickersaft aussaugt. Ja, Kartoffeln, genau, kann ich auch sagen. Sind grün. Also sind grün die Kartoffeln. Aber ja, leider nicht die Kartoffeln selbst. Die Kartoffeln, die sind schon, ja, ich sag mal, abgereift. Da war die Quauffolie gut am Werk. Ist eigentlich nicht so schön, aber jetzt wäre so ein Krautschlägel für Kartoffeln was. Ich habe wohl einen gefunden, aber teuer. Da denke ich mir dann für so einen Krautschlägel eigentlich dann doch noch zu teuer. Also 1,4 soll der kosten, also ne. Das sehe ich ein. Nicht für einen Zweireiher. Dann könnte man das jetzt eben schön abschlägeln. Dann wäre die ganze Sache schier und dann nach und nach mal hingehen rausholen irgendwann. Die Sonnenblumen, die blühen jetzt auch. So muss das. Die schöne Sonnenblumen, die ist ja wieder. So ist das fein. Ja, ich gehe dann mal hin und hole die Sämaschine raus. Steht ja da in der Ecke. Presse raus. Dann drehe ich die Sämaschine einmal rum. Kommt die dann hier schon an. Bastard. Ja, Planänderung. Sämaschine habe ich noch nicht rausgeholt. Mache ich, denke mal, gleich. Ich habe einen Schwader hinterm Hirsch. Da wo wir Stroh herkriegen. Der hat ein kleines Problem, der hat keinen Schwader. Und irgendwie muss er Stroh ja noch rumkriegen. Weil, da ist ja ein bisschen Regen reingekommen und jetzt wollen wir das gleich mal versuchen. Sind natürlich dicke Schwaden, ich weiß jetzt nicht, was der Meterbeispiel für ein Schneidwerk vorhat. Ich glaube 6 Meter, schätze ich jetzt mal so auf 6 Meter. Oder 4 Meter 40, 5 Meter 40 war es da. Oder 6, irgendwie sowas. Jedenfalls wollen wir dann gleich mal eben gucken, ob wir da ein bisschen rumkriegen.
Ja, ist natürlich für den Schwader wahrscheinlich ein bisschen Masse, aber versuchen. Mehr wie versuchen können wir nicht. Also, Attacke. Thank you.
hoch, haben wir geschwartet. Also erstmal unsere vier Wein. Morgen geht mein Vater hin, macht den Rest auch noch eben mit. Schwaden wir da alle eben durch. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir so eben alles machen. Jetzt wollte ich noch eben die Sämaschine rausholen. Schwader kommt dann Johnny weg. Und dann geht das erstmal eine Sämaschine bei. Dann wollte ich die vielleicht schon mal eben so fertig machen, abdrehen und so was alle. Säen, ja, vielleicht gehe ich heute noch säen. Mal gucken. Erstmal eben alles so weit fertig machen und dann gucke ich mal, ob ich dann direkt noch säen gehe oder nicht. Wir haben es glaube ich auch schon 9 Uhr. Kurz vor 9. Oder 20 vor 9. Und dann, ja. Gucken wir mal. Moinsen. Ja, heute geht es dann säen. Ich habe die Sämaschine hier stehen, ja. Gestern ja rausgeholt. Und ja, dann muss ich jetzt mal eben abdrehen. Kommt da erstmal das ganze Gras rein gleich. Und dann wollen wir da hinten mal sehen, dass wir da Gras drauf kriegen. Da ist das, ein Heißluftballon. Seht ihr den? Da über den Wald. Ah, sieht man auch nicht mehr oft. Ja, auf jeden Fall Sämaschine mal fertig. Dann kommt da hinten Gras rein, dann können wir dafür nochmal mähen. Morgen geht es auch dabei an den zweiten Schnitt. Dann machen wir Samstag wahrscheinlich Silo. Und oh, wahrscheinlich, eigentlich ganz sicher. Und dann ja, sitzt noch ein bisschen was drauf. Also sieht nicht schlecht aus. Aber wie gesagt, ich mach das fertig und dann geht's gleich weiter. Jo. Oh, Mütze habe ich auch vergessen. Muss ich erstmal holen. So, dann haben wir die einmal abgedreht. Ja. Machen wir mal Klappe zu. Und dann gehe ich jetzt mal eine Runde säen. Ja, das Zeug mal rauskommen und dann ja, walzen. Mal gucken, was heute Abend noch alle ansteht. Weil eigentlich wollte ich gerne einen Ladewagen auch noch leer haben. Weil wenn wir Samstag Silo machen, ist das glaube ich ein bisschen besser, wenn der leer ist. Aber mal schauen. Mischstabau muss ja auch noch fertig für Ballen. Wir holen hier nochmal Stabau. Und ja. Ich würde sagen, ich lege mal los.
Jo, Gras ist drin. Das walze ich jetzt noch eben schnell und dann ist das fertig. Da brauche ich da jetzt gar nicht mehr nachgucken dann. Bei den Stoppelrüben, da habe ich gerade gesehen, dass die anfangen zu keimen. Gucken, ob ich noch was finde oder. Hier noch nicht. Hier noch nicht. Mal weiter hier gucken. Hier weiter, ich sag mal, Richtung Gras, da waren sie auf jeden Fall schon am Keimen. Ist natürlich jetzt auch nicht einfach was zu finden von denen. Oh, noch besser. Seht ihr das? Da kommen die Stoppelrüben. Ja, also ja, ist das Rübenhexen auch nicht mehr weit. So, die Rübenhexen fast mal fertig machen, wa? Ja, ich hole mir die Walze, dann drücke ich dann nochmal den Platt hier und dann ja, mal gucken, ob ich den Ladewagen noch eben leer mache oder ja, eigentlich muss ich den Ladewagen leer machen, dass der schon mal, dass das schon mal abgehakt ist.
Frage, weil jetzt haben wir jetzt, Gras ist drin, mehr wollen wir nicht, das ist fertig, da brauche ich gar nicht mehr nachgucken jetzt. Was ich jetzt noch eben mache, ist, ich hole mir den Ladewagen und mache den noch eben leer, dann ist das auch fertig. Dann kann ich da die Tage beigehen, den fertig machen. Und wenn wir Freitag noch Stroh holen müssen, dann, oder wir holen Freitag denke ich nochmal Stroh oder vielleicht Samstag, muss ich nochmal gucken. Dann kann ich notfalls einen Ladewagen noch nehmen. Wobei, eigentlich müssen wir einen Kronenwagen noch im leer kriegen, irgendwie die Tage. Dann mache ich da morgen erst noch eben. Muss man gucken. Kriegen wir auch noch, aber erstmal im Ladewagen leer machen. Dann ist die Sache auch erledigt. Ja, ich schnapp mir den Bock gleich mal da, den Johnny. Da kommt ein Mähwerk hinter. Noch ist ja der Schwader dahinter wegen Strohschwaden. Ja, da geht Samstag auch bei an Strohpressen. Gestern habe ich wieder Ladewagen noch leer gemacht, weil Samstag machen wir auch noch Silo. Deswegen gehe ich gleich erstmal mähen. Morgen mache ich den 3,7 Tonner Corona noch im leer. Da ist ja noch Weizen drauf, kommt oben dann hin, mache ich nachher im Sitzen, da muss ich noch hin sauber machen. Ja, da geht jetzt im Moment Schlag auf Schlag. Ja, wenn das alle Strohpressen und so weit alle fertig ist, dann geht es erstmal wieder an die Maschinen bei. Ein bisschen was sauber machen und reinstellen. Der Kuxmann-Roter kann ja auch wieder rein, der ist ja jetzt fertig, der läuft ja soweit. Ja, da wird Samstag auch noch mit den Dreckern auch noch knapp. Obwohl, ne, das geht eigentlich erst noch. Ja, Samstag sollen wahrscheinlich die Winter noch raus. Und ja, da muss ich auch noch eine Weile bei. Nur eben so ein paar Kleinigkeiten machen. Weil hier vorne muss das weiße Band neu. Das ist vorne, wo mal irgendwie mit der Sense ein bisschen ja, in Mitleidenschaft genommen worden. Also ein bisschen defekt. Das geht vielleicht gerade mal hier vorne fahren. Und ja, das muss eben immer wieder neu gemacht werden. Dann ist ja wieder in Ordnung. Ja, dann können die Ränder erstmal raus. Ja. Und dann ja, Kramer am besten vom Treibwagen, Forz dann auf dem Haufen, Johnny vom Ladewagen. Dann müsste man noch einen vierten Trecker haben, den man vom Schwader schon mal packen kann. Weil wegen Stroh vernünftig zusammen sparen. Ja. Ja, so, ja, wird Zeit für vierten Trecker. Ja, nochmal eben so einen schönen zweiten Ford. Ja, nochmal eben einen Ford dazu mit Frontlader noch. Ja,
Oh, so 50 PS. Wäre ich vollkommen so viel mit. Ja, mal gucken. Hätte ich wohl mal wieder Bock, da brauche ich noch irgendwie einen vierten Trecker. Oder einen Sechszylinder. Sechszylinder Ford oder Johnny. Ja, mal gucken. Eigentlich war ich nie der Trecker, ja, aber. Mal gucken. Sechszylinder muss auf jeden Fall nochmal kommen. Nö. Ast. Ja, Sechszylinder muss auf jeden Fall nochmal kommen. Da fehlt hier noch. Schön Johnny oder Ford, aber ja, gucken mal mit der Zeit irgendwann. Jo, auf jeden Fall, Mehrwert kommt in einem Johnny jetzt und dann gehe ich gleich mähen. Ich wollte es dann eigentlich auch noch eben auseinanderschmeißen. Mein Vater, der macht am morgen Nachmittag, denke ich, auch noch mal. Ja, nicht, wäre vielleicht gar nicht verkehrt, aber ich glaube, so dünn ist das noch gar nicht mal. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr mähen. Weil hier haben die Ränder noch irgendwas. Hier in der Scheune können die das danach noch verputzen. Also ein bisschen was haben die noch. Dann lasse ich bis zum zweiten Pfahl oder so stehen. Oder ein bisschen weniger. Mal gucken, muss ich mal sehen, wie das mit Mähen alle hinhaut. Und dann ja, kriegen wir wohl irgendwie. Jo, und dann muss ich hier vom Mischsteuer das Gitter hier vorne muss ich noch fertig machen. Finde ich ein bisschen schöner, wenn wir Ballen holen müssen, oder Ballen holen wollen und hier auch noch welche drauf kommen sollten. Dann ja, hast du vorne halt auch so ein bisschen, wo du gegen anpacken kannst. Ja, aber kriegen wir auch noch wohl. Ist eigentlich nur noch Gitter anschweißen, die EU-Eisen dran. Dann war es das schon. Jo. Jo, wie gesagt, ich schmeiße Mavic mal hinter und dann geht das gleich los. Die ersten Meter gemäht. Ja, wir mal kurz gucken. Normal von der Mähhöhe reicht das eigentlich. So ungefähr 7 cm. Ich habe jetzt keinen Zollstock mit, aber ja, das sieht gut aus. So lassen wir das. Also, dann würde ich mal sagen, runter mit dem Zeug, auseinanderschmeißen und dann mal sehen, ob ich eventuell noch irgendwie in der Werkstatt geht. Eben dann geht er für. Ah ne, muss erst mal oben Getreide sieht oder sauber machen. Und dann, ja, kann morgen eine Getreide dahin. Jo, aber wie gesagt, erstmal runter das Zeug.
Zweiter Schnitt ist runter. Ja, da sitzt noch wohl ein bisschen was drauf. Vor allem hier am Wald, da sitzt das meiste, ja gut, geht eigentlich bis da vorne wohl. Aber ja, da ist ein bisschen weniger. Und am Acker so ein bisschen dran lang, da ist so ein bisschen weniger. Aber sonst im Großen und Ganzen sieht das tipptopp aus. Also da bin ich mit zufrieden. Ja, jetzt kommen Kreisläufer noch hinter. Und schmeiße das noch eben auseinander. Ich denke mal, dass ich erst noch mal im Hinfahrt tanken, dass der noch mal voll ist, weil ja, liegt ja noch ein bisschen mehr an Silo machen, Wenden oder generell Wenden, Schwaden noch mal und ja, Silo machen, Pressen. Also von daher, wenn man eben einmal tankt oder Tank voll hat, dann macht die Sache dann noch ein bisschen angenehmer. Ja. Aber da werde ich, denke ich, auch nochmal beigehen, beim Kreisläufer zum Beispiel hinten eine Beleuchtung dran packen, wenn das Ding mal hinter dem Trecker sitzt. Und man muss dann doch mal tanken, dann kann man nochmal einfach mal Ding hinter sitzen lassen und fertig. Dann braucht man hier mal einen Kreiselheuer hinter wegbasteln. Ich sag mal, wenn jetzt ein Kreiselheuer hinter dem Johnny ist und man fährt auf die Straße, man sieht keine Beleuchtung, nichts und deswegen, ja, kommt da irgendwann mal Licht dran. Kann sein im Winter, da muss man mal sehen, aber ja. Da gehen wir gleich noch eben hin. Da oben das Dings fertig, das Lager fertig fürs Getreide. Und dann machen wir den Kronenwagen leer. Ja. Und ja, Maschinen vorbereiten. Die Presse einmal abschmieren, Ladewagen eben abschmieren, noch ein bisschen Heu rausziehen, hätte ich fast gesagt. Ja, eben abpusten, damit es sauber ist und dann, ja, dann geht das alles so seinen Weg. Thank you.
So, das haben wir auseinander. Ja, jetzt bringt es sowieso nichts. Jetzt kommt da so ein bisschen der Tau alle rein. Aber weil wir morgen Vormittag nicht dazu kommen, ich bin arbeiten, mein Vater ist nur arbeiten. Deswegen mache ich das jetzt eben, schmeiße es auseinander, da liegt es schon mal. Wenn dann die Sonne drauf knallt, dann kann das schon mal ein bisschen anwelken und dann, ja, morgen Abend mal gucken. Entweder wird es zusammen gemacht, wo ich eigentlich daran glaube, dass wir morgen Abend zusammen machen. Dann können wir Samstagmorgen direkt anfangen mit Silo machen. Und ja, dann geht es im Stroh weiter. Ja, ich würde dann aber hier auch ein Ende machen mit dem Vlog, weil ich denke mal, da wird schon wieder lange genug. Bald lange genug, aber wenn ich jetzt ja, Schwan und dann alle noch zusammen oder Strohpressen alle mit reinnehmen jetzt in diesen Vlog, wieder, wer weiß wie lang. Ja, ich sag mal, beim Heu-Vlog war ich hier auch schon überlegen, zwei Teile oder ein Teil. Ich habe es jetzt in einen Schlag hochgeladen, knappe zwei Stunden. Ich sag mal, wenn man es mal macht, ist gut. Aber zu oft wollte ich es jetzt auch nicht machen, aber ja. Kann man machen. Ich sag mal, ihr könnt ja mal in die Kommentare nochmal reinschreiben, so zwei Stunden Vlogs oder so, ob man das mal machen kann oder öfters machen oder ja. Ich sag mal, so mit dem Heu-Vlog, beim Heu kann man es auf jeden Fall mal machen. Finde ich es gar nicht so nicht schlecht, aber ja. Ich sag mal, ist Geschmackssache. Die einen gucken lieber kurze Videos, die anderen lieber längere Videos, also das ist natürlich unterschiedlich. Ja. Aber wie gesagt, hier mache ich erstmal ein Ende. Morgen geht es dann oder im nächsten Vlog geht es dann mit dem Kronenwagen leer machen weiter und Schwaden und Optimat fertig machen, Ladewagen fertig machen und Presse und ja. Also sowas. Und ja, dann sage ich mal wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.